Herzlich willkommen zurück zu Path of Exile mit Arezu und unserem Dauergast, na gut, dem Let's Play Partner Licky, der nichts sagt. Ich bin Arezu. Hä? Du musst doch immer erst. Egal, ich bin Licky. Ja, wenn ich eine Pause mache, dann bist du dran. Ja, aber woher soll ich denn wissen, wann du eine Pause machst? Na, war leise. Ja, okay. Wir haben in der letzten Folge Akt 1 abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt hier im Lager einen Haufen Leute, die mit uns reden wollen. Boah, ich hab dich schon angequatscht. Dann mache ich so. Das jetzt auch mal. Damn me. I didn't think it possible. All these souls Mervale and her brood have consumed over the years. You've done right by those that are dead. And by those who still might live. So. Was? Wir bekommen nicht mal eine Questbelohnung, sondern nur ein Gespräch. Wie frech. Moment. Achso, Purchase. Das ist ja das Falsche. Ich wollte ja Dinge verkaufen. Machen wir das auch. So. Moment, ich gehe nur kurz raus wegen Fähigkeiten angucken und so weiter. Ja, mach mal. Quite the lady killer. Bisschen testen. That singing squid didn't stand a chance. Knew it from the first time I saw those sharp peepers of yours. Pirates notwithstanding, I thank you on behalf of all the fallen brethren of the waves. Now that the final cadence has been played, no one need remember Mervale's song. So, der gibt uns auch nichts. Vielleicht Nessa. Nessa ist immer lieb. First I thought you brave, then a fool for seeking out Mervale. Fall in love with death. Now, I don't know. Boah. The coast is ours, thanks to you. Der sieht schön aus, so take this, but please, keep one thing in mind for me. What have you become when even nightmares fear you? Tja, gute Frage. Was sind wir, wenn selbst die Albträume uns fürchten, Licky? Die Antwort ist Imbar. Ja. Wir sind cool. Ach. Das will Nessa uns sagen. Okay. Wir sind die coolsten Typen in Rayclast. Naja, das würde ich doch hoffen. Beziehungsweise... So, Rain of Arrows das weiß ich klingt ziemlich gut. Wir schießen in die Luft und dann fallen Pfeile wieder runter. Das nehmen wir. Rüsten wir auch direkt aus. Oh, okay, das ist schön. So, das ist sehr schön. Gut, bist du mit deinen Fähigkeiten soweit fertig? Noch nicht ganz. Okay, dann warten wir noch. Für die Zuschauer, wir haben hier ein, zwei Ewigkeiten nicht gespielt. Deswegen sind wir gerade noch ein klein bisschen raus. Ja, verzeiht uns bitte alles. Während Licky hier ist, kann ich ja mal kurz meinen Stash zeigen. Nur weil ich gerade überhaupt nicht dran gedacht hatte, dass der so extrem voll ist. Ja. Viele, viele Steinchen. Wo wir den hier reinmachen können. Ich weiß nicht, warum ich den habe. Reckoning. Habe ich wahrscheinlich irgendwo gefunden als Loot. So, bist du jetzt bereit? Immer noch nicht so ganz. Das kann nicht wahr sein. Moment, gehen wir mal nachgucken, was der Licky da so macht. Probier meine Fähigkeiten die ganze Zeit aus, aber irgendwie... Dazu hattest du doch Zeit, während ich mit den drei NPCs geredet habe. Ja, aber habe ich doch genutzt. Aber du bist so schnell. Oh Gott! Hui! Greift das Gegner an? Kommt drauf an, was? Das ist cool! Ich zeig's dir. Okay, der Feierregen ist schon mal relativ nett. Hier macht er natürlich viel mehr, als er bei richtigen Gegnern machen würde. Hoppala. Wo bist du denn? Achso, wir sind gar nicht in der Gruppe. Ich bin kurz noch in the coast. Ja, ich bin noch in the coast. Okay, wir sehen uns, wir können uns die Fähigkeiten ja gleich angucken, wenn wir dann im richtigen Gebiet sind. Kommst du jetzt genau. Endlich mit? Ich bin jetzt in der Stadt. Gut. Ich kann jetzt auch ins zweite Arc. Einen Moment kurz, dann komm mal in die Gruppe rein. Da bin ich. So. Bist du? So, und jetzt bin ich. Ja, okay. Ja, ich bin nur in der Gruppe, aber... So, wir gehen zu Akt 2. Genau, da bin ich jetzt auch hin. So.
Ich glaube, der hat tatsächlich die Instanz vom letzten Mal sich gemerkt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Guck dir mal diese Fähigkeit an. Achso, nee, du warst hier schon da. Okay, daran liegt. Guckst, warte. Ja, ich gucke. Kann sie nicht nutzen? Warum nicht? Eventuell... Uah. Ach, ich weiß wieso. Hier sind keine Leichen in der Nähe. Oh, okay. Das Totem ist nett. Ah, das kann so... Also ich kann zwei Totems setzen, das ist schön. Hm. So. Guck mal, Ach, hast du jetzt ein Totem so weit geskillt, ja? Nee. Das kannst du einfach so machen. Das ist ein spezielles Totem. So, aber jetzt sind hier Leichen. Warte, guck hin. Ach so, ja, okay, damit verstärkst du dann deine Minions, ne? Echt? Das ist cool. Ich glaube, so war das. Ich meine, ich habe ja auch noch meinen anderen Charakter oder meine anderen Charaktere, die alles nekromantische Hexen sind. Ja, okay, ja. Meine Minions haben jetzt ein Magie-Schild, also wenn ich das mache. Ist doch nett. Pop of Augmentation. Ja. Das erinnert mich daran. Moment kurz. Oh, ich muss meine Fähigkeit unbedingt auf einen anderen Slot tun. Ist ja furchtbar. So, wir müssen hier irgendwo lang. Also irgendwo einfach mal los. Bist du hinter mir? Nicht ganz. Solltest du langsam. Hier ist nämlich ein Gegner und ich habe Angst vor Gegnern. Also. Warte. Da! Ich komme! Autsch. Autsch. Da fällt mir ein, ich hab hier irgendwo auch ein Totem. Da! Oh! Neue Stufe. Danke! So. Ach stimmt, die habe ich ja auch noch, die Fähigkeit. Wupp. Ja. Das dauert auch scheiße lange. Oh, da ist eine Fähigkeit. Thief, das ist eine Nahkampffähigkeit. Wahrscheinlich eher was für dich dann als für mich. Aber ich gebe sie dir nicht, weil ich gierig bin. Na, eine Melee-Fähigkeit benutze ich nicht. Ich bin ja Magier die ganze Zeit. Na gut, dann kriegst du sie eh nicht. So. Na, falsche Taste. Superior Mana Flask. Bei den Superior Flask ist was zu beachten, wenn du genug davon hast, um eine bestimmte Anzahl von Qualität zu erwischen und die zusammen verkaufst, dann bekommst du so einen so einen Aufwertgegenstand, mit dem du einer Flasche eine Stufe Qualität geben kannst. Ah, okay. Und da die Dinger sonst sehr teuer sind, nehme ich die Superior Flask, also die überlegenen Flaschen, immer mit. Mhm. Ja, nur ich konnte sie jetzt gerade nicht mitnehmen, weil ich nicht gefunden habe. Oh, ja, ich habe sie ja schon aufgenommen, deswegen. Ja, siehste. So. Wo bist du? Na, hier hinten. Wo sollte ich sein? Ach Gott, das hört sich ja an, als wären Kanonenschläge unterwegs bei dir. Ja, das Schöne ist, das hört sich auch so an. Naja, oh, sehr schön. Ein bisschen zusätzliche Genauigkeit, Support. Support. Ach Gott, in welche Richtung wollte ich jetzt gehen? Ach Gottchen. Hier habe ich fertig gespielt. Gut, ich habe keine Ahnung. Da du ja jetzt auch. Ich glaube, ich wollte hier nach unten. Ich wollte. Ich weiß auch nicht mehr, wohin ich wollte. Toll. Hier, das nehmen wir mal. Wir gehen hier runter und dann zum Master Fletcher. You can deal damage with your skills yourself. Can't deal. Ach so, nee, da wollen wir nicht hin. So. Wir wollen. So, meine ganzen Zauber können wir aufleveln. Ja. Schön. Also. Gut.
sind so viele Affen unterwegs. Ja, ne? Das ist eine Frechheit. Flop. Auf unserer Karte sind wir unterwegs. Oh, ein Squirrel, wisst ihr? Was genau macht dein Totem? Das hier? Ja. Das verbindet mich und ein anderes Totem mit so einem Feuerstrahl. Und dieser Strahl kann halt Gegner töten. Okay. Gut, was? Heißt theoretisch, wenn ich jetzt so stehe, dann würde der Gegner richtig schnell sterben. Nett. Verbindet sich das mit einem anderen Totem oder mit all deinen anderen Totem? Alle. Okay, für einen, der mehrere benutzt. Ich glaube, Remani hatte mir das gesagt, dass man wohl insgesamt bis zu 7 oder 8 Totems haben kann, wenn man wirklich komplett drauf geht. Also nicht, wenn man drauf geht, sondern wenn man total auf Totems geht. Ja, ja. Das ist heftig. Aber ich will nicht die ganze Zeit nur Totems haben, das ist das Problem. Warum nicht? Ist doch witzig. Musst du nicht machen. Langweilig. Ja, das ist es ja. Mir persönlich ist der Bogenschütze ja viel zu stressig. Ich würde ja viel gerne, viel gerne, ja, ist klar. Viel lieber meine Nekromantin weiterspielen. So, unsere neue Heimat, das Forest Encampment. Wieder viele Leute zum Reden. Das heißt, diese Folge ist im Großteil eine Redefolge. Also nicht, in der wir reden, entspannt, sondern in der die NPCs reden. Zum Beispiel Eramir, was sagst du denn? I've seen many an exile come and go, into the forest or into the ground. You seem different somehow. Ich hab schon mit allem geredet. Different good, different bad, it's hard to tell at this stage. Ah ne, mit dem noch nicht. The name is Eramir. And for jetzt now you have geredet. The benefit of my doubt. Ich hab das Gefühl, du liest dir gar nicht alles durch. Those bandits you've encountered out there. They're the dregs of Aurith. Du meinst, du hast die Vorahnung. Broth, the nastiest chunks bubble to the surface. So. The lords of Larceny, Oak, Creighton and Alira. Warte mal, jetzt erstmal so Zeugs verkaufen, weil ich hab mir so Creighton viel Mist gekauft, das ist der Wahnsinn. Alira in the west, Oak in the north, and this village, this tribe. Warte mal. We pay their taxes. I would never venture to say that life in Raeklast is easy. But with those three gone, well, living here might just become possible. So, unsere erste Quest hier. Ja, scheint zu sein, die drei Banditen zu erledigen. Ich erinnere mich grob an die. Drei Banditen. You are not a friend to us. You need to run faster than Boar. Moment. Warum? Weil die Schutzgeld abpressen von den Leuten hier im Forest Encampment und Eramir gefällt das nicht. Wie gemein! Warum gefällt ihr das nicht? Das kann doch nicht. Okay, nein. Der frecher Eramir. So. Wir packen wieder Zeug weg. Zum Beispiel Cleave. Ja, damit kann ich einem Skill mehr Genauigkeit geben, aber ich weiß nicht, welcher das gebrauchen kann gerade. Lassen wir es einfach erstmal hier. Und das kommt hier mit rein. So, dann reden wir mal mit Silk. You and me, we are the same. Mit Silk. Big. Auch noch. New places. We do not tell stories. Stories are told about us. I learn the words, the ways of Oriath. You listen to me. And not pig heads like Groost. Then you will live to find more new places. The road? It runs east and west of here. To the west it passes the bandit woman's camp. Then turns south to the sea. But you say it is now blocked? I have seen a strange thing in the rock by the south pass. Like one of Groost's carvings, but of stone. You should go look at it. What has been closed might be opened again.
Okay, gewusst, Silk sagt uns, dass wir in den Süden müssen, wenn wir den Weg aufmachen wollen. Also der Weg wurde ja in Akt 1 versperrt und wir können den jetzt wieder öffnen. Ich würde sagen, das machen wir dann, ne? Okay. Gut. Moment. Dann muss ich vorher noch mit Yena reden. I am Yena, Keeper of the Spirit. Are you a kind exile like Irmir? He is good to us, helps us. You will stay and help us too, yes? A beast hunts us in her dreams. A great white beast, tortured and maddened by bad men. A long time gone. She will come here one night to tear, crush and eat. Her pain tells her to. Find the white beast and end her pain before she shares it with us. Gut. Dann sollen wir noch eine weiße Bestie töten. Wo genau die ist, okay, wurde mir jetzt nicht genau gesagt, aber... Irgendwo wird sie schon sein. Nehme ich auch an. So. Ich nehme an, was wir müssen hier in die Riverways. Was findest du schade? Dass hier keine Fähigkeiten gekauft werden können. Aber ich glaube, das kommt noch, weil wir noch keine Quests hier gemacht haben. Genau. Moment mal. You help us. And we help you. Ich sehe immer noch sehr, sehr komisch aus. Das na, man kann sich ja immer die Fähigkeiten kaufen, die man als Eventbelohnung, als Questbelohnung bekommen hätte. Hier, Riverways. Also. Glaube ich. So, wo? Hier lang, denke ich. Wahrscheinlich. Wo lang? Hier lang, zu mir. The old fields? Nein, the Riverways. Hier bin ich. Bockst du jetzt eigentlich schon wieder rum? Ach, hier. Ja, ich bin noch in der Stadt gewesen. Ja, ich auch. Das Spiel hat uns wieder in verschiedene Instanzen gesteckt. Ja, okay. Jetzt bin ich in die in den Riverways. Ja, ich... Moment mal. Sind wir, ja, okay. Jetzt bist du auch im richtigen Gebiet. Na, siehste. Oh. Ja, die schießen. Wen ermordest du hier schon wieder? Das ist furchtbar. Ah, okay. Kann das sein, dass das die Kreatur ist, die wir töten müssen? Nein. Okay. Die heißt die große weiße Bestie. Also the Great White Beast. Oh, Lapis-Amulett. Und zwar ein einzigartiges. Na, das gucken wir uns doch mal genauer an. Einzigartig? Einzigartig. 30 Intelligenz, 50 Chance auf Blocken, wird zum Zaubern hinzugefügt. 13% erhöhte Cast-Geschwindigkeit und plus 47 Mana. Ich denke, das wird eher was für dich sein. Da, viel Spaß damit. Oh, dankeschön. Oh. Ach ja, etwas zur Lore sollte man jetzt noch sagen. Für die Leute, die kein Englisch sprechen, ist es natürlich immer sehr doof, wenn ich jetzt das einfach nur durchlaufen lasse. Aber synchron übersetzen habe ich schon mal probiert. Habe ich schon oft probiert und es ist immer schrecklich gewesen. Deswegen lassen wir es und ich sage einfach, was ich gesagt wurde. Weil du ein einzigartiges Equipment-Stück angezogen hast? Genau, das war super. So, wo bist du? Na hier. Danke. Bei den Affen. Schon wieder Affen. ja, also die Leutchen dort in diesem Camp scheinen jetzt die Ureinwohner quasi von Raidlars zu sein. Das heißt, wir haben hier zwei Gruppen von Bevölkerung. Einmal die... eigentlich drei. Also einmal die normalen Einwohner, dann die Exilanten, also die Leute, die zum Sterben hierher geschickt wurden, das sind wir. Aha. Und dann gibt es noch dieses... Die Ureinwohner. Ne, die Ureinwohner hatte ich doch als erstes schon gesagt. Okay. Das dritte wäre dieses Militär oder was das ist. Ich kann ja jetzt leider auch nicht alles, alles durchlesen. Deswegen fehlt mir gerade auch ein bisschen Wissen. Finde ich auch ein bisschen schade. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, dieses Militär ist offenbar die dritte Fraktion. Dieses Militär, dem wir auch schon begegnet sind. Und zu dem... Hoppa, die Dame gehört, die uns in Akt 1 festhalten möchte. Ja, das auch. Nee, aber erstmal wollte sie uns nur in Akt 1 festhalten. Ich kann mir von den Totems
Guck mal, ich kann zwei Stück davon rufen. Ja, Illuminati confirmed. Ich sehe Dreiecke. Aber mehr als zwei kann ich nicht. Guck mal, ein Teddy. Teddy. Ich fühle mich sehr brutal. Was für ein Teddy? Wo ist hier ein Teddy? Bitte? Na da, hier und dort. Das ist ein Koala-Bär. Das ist kein Teddy. Jeder Bär ist ein Teddy. Glaub ich. Ja, genau. Manu. Bomben. Oh, eine Truhe. Und wir sind schon bei 20 Minuten. Was? Ja, ich bin auch jedes Mal wieder erstaunt. Was meinst du, warum ich manchmal 20 bis 30 Minuten Folgen habe, die 40 Minuten gehen? Ja. Oh mein Gott. 20 Minuten. Ja. So. So, das heißt, wir beenden diese Folge mal. Ich hoffe, es hat soweit gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl. Hinterlasst Kommentare und adios. Tschüss.